Back from the dead. Ja, willkommen zur neuen Episode der Fortnite Daily News. Und heute geht es im Grunde um eine krasse Sache, die wir bereden müssen. Wir fangen erstmal an mit dem Update. Ihr wisst ja, das Update ist gekommen und da gab es ja diese neue Controller-Steuerung, beziehungsweise dieses neue Auto-Aim, Nicht-Auto-Aim, wie auch immer. Und einige Leute schwören drauf, dass jetzt, ja, das nicht mehr so cool ist, wie es vorher war. Einige Leute sagen allerdings, okay, ein großer Vorteil daraus ist entstanden für Controller-Spieler. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, da wollte ich sowieso mal nachfragen, wie das bei euch aussieht. Wie ist da bei euch die Stimmung? Also habt ihr das Gefühl, dass Controller-Spieler, oder wenn ihr selber einen Controller habt, habt ihr das Gefühl, ihr seid stärker geworden? Oder habt ihr das Gefühl, holy shit, ich muss alles neu lernen? Das würde ich gerne mal wissen von euch, weil ich selber spiele nicht auf Controller. Zu der ganzen Auto-Aim-Geschichte gibt es jetzt ein relativ krasses Update, was allerdings nicht die Konsolen betrifft, sondern das betrifft den PC, was richtig krass ist. Also, ein kleiner YouTuber namens Oi, ich werde das unten mal verlinken, das Video, dann könnt ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen. Das geht nur 2 Minuten lang circa und er hat auch nur 36 Abonnenten oder irgendwie so und der hat auf jeden Fall ein bisschen Liebe verdient, denn er hat was Krasses aufgedeckt. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Auto-Aim für Maus und Keyboard zu bekommen, das heißt also Auto-Aim für den PC. Das hört sich crazy an und das ist es auch, denn die Möglichkeit ist relativ simpel. Ich erkläre es mal hier mit meinen eigenen Worten, wie gesagt, wer sich das Video nachher nochmal anschauen möchte, danach unten der Link in der Videobeschreibung. Also, die Möglichkeit besteht folgendermaßen, indem ihr in die Settings reingeht und dann den Drift von dem rechten Analogstick, also ihr müsst einen Controller angeschlossen haben, damit das in den Settings erkannt wird und ihr müsst den Drift, das heißt also die, ich sag mal, dass immer sich etwas bewegt sozusagen, von dem rechten Analogstick auf die niedrigste Stufe stellen, 0,05, sodass ihr das selber gar nicht merkt, dass sich überhaupt irgendwas bewegt. Allerdings das Spiel merkt, dass sich was bewegt. Und dann könnt ihr Aim Assist anschalten, aber trotzdem Maus und Keyboard benutzen. Und das Verrückte daran ist, dass das tatsächlich funktioniert. Das heißt also, wenn ihr eure Maus nicht bewegt, dann verfolgt der, wie beim Controller oder wie es bei der Konsole eben der Fall ist, trotzdem den Spieler gegenüber, den ihr im Zielvisier habt. Und das ist richtig crazy. Das heißt also, die Möglichkeit, Auto-Aim zu nutzen für einen PC ist da. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, denn das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, ja, Hacks sind nicht, aber es ist halt so ein bisschen getrickst, ne? Und das ist halt auch, glaube ich, nicht so gewollt, denn wer schaltet schon den Drift, von, also erstmal Controller anschließen, Drift reinmachen. Ich denke auch, das wird wahrscheinlich jetzt mit dem großen Update, wenn wir jetzt die neue Map sehen, beziehungsweise auch die neue Season, wahrscheinlich herausgepatcht. Da gehe ich mal ganz stark von aus, denn solche Vorteile bzw. auch Nachteile für andere Spieler. Da ist Epic immer relativ schnell. Also ja, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie gesagt. Also die erste Sache wollte ich sowieso von euch wissen, wie das ist mit den Controllern. Habt ihr da einen Vor- und Nachteil draus gespürt und ist das unspielbar für euch geworden oder sagt ihr, ne, kann man sich dann gewöhnen? Weil ich habe auch schon gehört, dass man irgendwie die Settings wieder zurücksetzen kann. Ist das tatsächlich so, dass sie wieder komplett so wie früher sind? Und was bevorzugt ihr? Habt ihr tatsächlich mal probiert, die neuen Settings zu nutzen? Würde ich gerne mal von euch wissen, von euch Controller-Spielern, wie da so der Eindruck von euch ist. Und natürlich für die Leute, die es ausprobiert haben, ich habe es noch nicht getestet. Vielleicht machen wir das heute mal im Stream, dass ich es mal ein bisschen testen werde mit dem Auto-Aim. Und dann kann ich es euch nochmal genau live zeigen, sozusagen, wie das Ganze funktioniert. Also richtig fucking crazy auf jeden Fall, die News. Also es gibt sonst noch eine andere Kleinigkeit, und zwar das Audio-Files bzw. die Transcripts, das heißt also der Text sozusagen, der Audio-Files vom Scientist aufgetaucht sind, einige davon. Da langweile ich euch aber nicht mit, denn ich habe gesagt, wenn es irgendwas an Spoilern gibt in diese Richtung, was End-Event angeht, was das große End-Event angeht, dann werde ich das wahrscheinlich in einem separaten Video oder in einer Videoform zeigen und dann mit dicker Spoiler-Warnung. Deswegen zeigen wir das jetzt hier nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die ganze Season-Ende angeht, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Wie gesagt, anderes Thema heute, was Auto-Aim angeht. Übelst gespannt, wie gesagt, nachher mal im Stream ausprobieren. Schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet. Schaut euch auf jeden Fall das Video an, verteilt ein bisschen Liebe. Wäre cool, wenn ihr Hashtag SnipesFamily unten reinschreiben würdet oder Hashtag SF. Und ja, vielleicht meinen YouTube-Namen oder so unten reinschreiben würdet und dem Jungen mal ein bisschen Liebe gibt, weil der hat wirklich wenig Abos, ist ein Engländer, soweit ich weiß. Und ja, auf jeden Fall hat er ein bisschen Liebe verdient, dass er das aufgedeckt hat. Richtig nice. Also, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.